Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Gameplay-Folge zu Life is Feudal Forest Village. Ja, wir haben unsere Felder alle abgewirtschaftet. Alle Ernteerträge sind eingebracht im Scheunengebäude. Wimmelt es jetzt, naja, hoffentlich nicht nur von Ratten, Vorratten, sondern auch herrlich mit gefüllten Gemüse- und Obstanteilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Gebiet hier ist jetzt freigelegt, die Ressourcen sind alle abgetragen, müssen nur noch ein paar vereinzelte ins Lagerhaus gebracht werden. Fantastisch, dass hier dieser Erzanteil in die Höhe geschnellt ist. 350 Erze haben wir, Tendenz steigend. Viel ist zwar nicht mehr übrig, aber es reicht noch ein bisschen. Kommen wir vielleicht noch auf 370. Ja, die Obsternte ist auch jetzt vollständig eingebracht. Das heißt, unsere Bauern können hier schon wieder anfangen, sich um die Pflanzen zu kümmern, nochmal das Unkraut zu jäten, nochmal ein bisschen zu gießen. Naja gut, das muss jetzt nur nicht sein, wenn es eh regnet. Aber man kümmert sich hier auf jeden Fall nochmal darum, damit dann auch im nächsten Jahr die Ernte durchkommt. Wir sind zwar schon wieder ein paar Früchte dran, aber das nützt nichts. Die kriegen wir nicht mehr, denn der Winter, der wird auf jeden Fall die Früchte hier nochmal zerstören. So, und jetzt fangen die Bauern hier auch an, dieses Gelände etwas tiefer zu legen. Ausgezeichnet. Ja, ich denke, wir werden dann auch, wenn wir das Schulgebäude platziert haben, hier die Jagdhütte nochmal neu platzieren. So, jetzt kommt der erste Frost. Die Temperaturen sinken, beziehungsweise für die Äpfel ist es einfach schon zu frostig, die werden jetzt nicht mehr wachsen. Und ich denke, wenn unser Gebiet hier planiert ist, wird es dann auch nicht mehr allzu lange dauern und die nächsten Gebäude werden auch gebaut. Wir haben ja hier im Osten an der Küste die Schmiede und die zwei Brennöfen schon mal in weiser Voraussicht hergestellt oder platziert, damit wir dann unsere Werkzeugreserven auch nutzbar wieder aufstocken können. Und die drei Bauern, auch wenn jetzt die Temperatur nochmal ein kleines bisschen stabiler ist, die können wir eigentlich abziehen, weil eigentlich wird die Ernte eh verloren sein. Deswegen nehme ich die jetzt einfach mal runter. Helft mal lieber jetzt beim Planieren mit, die Apfelernte wird sowieso erst was fürs nächste Jahr. Na, jetzt sehen wir auch schon, hier sind die Obstreserven sind schon wieder auf sinkendem Zweige. Na, die haben hier noch ordentlich zu schippen. Wir müssen natürlich auch immer hin und her laufen und gucken und nochmal abwägen und mit dem Feldmesser. Ah ja, hier ist ein bisschen schief und da ist ein bisschen krumm. Aber lange sollte das hier hoffentlich nicht mehr dauern. Wunderbar. Dann platzieren wir nämlich dieses Schulgebäude genau hier angrenzend an diesem neu planierten Baugrund. Gucken wir mal auf die andere Seite jetzt. Wir müssen jetzt aber eine Arbeitskraft noch einsetzen, denn wir haben jetzt wirklich genug Dorfbewohner, die sich aufwärmen müssen. Das heißt, ich möchte nicht in die Bredouille kommen, was unser Feuerholz angeht. Sind zwar noch 463, würde vielleicht gerade so reichen für den Winter, aber ich möchte nichts anbrennen lassen. Nicht, dass es am Ende so ist, dass wir genug Nahrungsmittel haben, aber kein Brennholz. So, und ich lasse die Zeit immer noch schnell laufen, weil jetzt hier einfach nicht mehr passiert, ich nicht mehr machen kann und auch nichts weiter berücksichtigen könnte. So, jetzt sind sie auch fast fertig. Ah, wunderbar. Wir haben jetzt sogar den nächsten Lehm hier schon bekommen. Wir sind schon wieder fast auf der doppelten Menge. Ich kann nur hoffen, dass der mir hier nicht stirbt. Und wir müssen sogar ein bisschen aufpassen, wenn hier einer stirbt. Es ist so, wenn eine Dorfgemeinschaft einen Dorfbewohner verliert oder mehrere verliert und sie nicht entsorgt werden, nicht begraben werden, dann könnten sich Krankheiten ausbrechen. Und in der Lehmmine
besteht doch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, leider muss man sagen, dass der Arbeiter stirbt, dass er verunglückt in der Mine. Deswegen müssen wir einen Scheiterhaufen bauen, damit die Leiche, wenn es denn mal eine gibt, auch verbrannt entsorgt werden kann. Und den ersten errichten wir mal hier an dieser Stelle. Das ist deswegen wichtig, damit wir hier nicht nur sicher vor Tieren sind und deren Krankheiten, sondern auch, falls jemand stirbt. Denn jetzt ein Krankenhaus zu bauen, das wäre fast unmöglich. Die Ressourcen sind so hoch für den Bedarf des Krankenhauses, das könnte ich jetzt gar nicht bauen oder ich würde auf die Schule verzichten, möchte ich aber nicht. Deswegen hoffe ich jetzt ganz einfach mal, dass dieser Scheiterhaufen auch möglichst schnell fertig wird. Und davon sollte man, je größer die Dorfgemeinschaft dann natürlich ist, auch möglichst mehrere haben. Denn eine Leiche verbrennt dann auch ziemlich lange auf so einem Scheiterhaufen und wenn dann der nächste stirbt, dann liegt der da halt irgendwo rum. So, aber das sieht gut aus. Das Gelände ist planiert, ausgezeichnet. Das heißt, die Dorfbewohner bringen jetzt schon wieder an der anderen Stelle am Küstenufer die Ressourcen zu den Gebäuden, die dort in Auftrag gegeben wurden. Das heißt, wir können jetzt hier unsere Schule schon mal platzieren und haben auch genug Ressourcen, um das umzusetzen. Das Einzige, was fehlt, ist Holz. Aber das kann ich gleich, bevor ich das Gebäude hier noch platziere, in Auftrag geben. Das heißt, damit unsere Kette hier nicht durcheinander kommt, erst Holz, dann Schule. Jetzt sind natürlich ausgerechnet hier wahnsinnig kleine Bäume. Das ist ein bisschen blöd. Hier sind ein paar größere dabei. Ja, dann nehmen Sie doch mal am besten die hier, junge Frau. Auch die hier oben, auch die hier. Oh, da sind sie aber ordentlich beschäftigt. Die hier vorne können auch noch weg. So. Und jetzt setze ich das Schulgebäude. So, suchen wir uns doch mal den Eingang raus. Ja, das muss nicht allzu weit weg sein. Das stellen wir mal hier hin. Zack. Wunderbar. Dann wollten wir ja unseren Jäger nochmal ein bisschen umändern. Umplatzieren. Obwohl, von hier kommt er eigentlich herrlich ran. Kann man sich jetzt überlegen, macht man hier alles flach oder nicht, ne? Ach, ich nehme die nochmal weg. Dann kann ich nämlich hier schön planieren und dann sind die ganzen Ressourcen auch noch abgetragen. Ist jetzt einfach nur ein Schönheitsaspekt. Machen muss man es hier nicht, weil einfach die Schräge nicht so wahnsinnig hoch ist. Nur nach hinten hin wird es dann noch ein bisschen unebener. Dieser kleine Dorftümpel, der kann ruhig auch dann weg. So, wo setzen wir denn die Jagdhütte dann hin? Ich würde sagen, wir setzen sie einfach neben das Schulgebäude. So, und dann müssen wir einfach nochmal schauen, ob der Radius dann, der jetzt natürlich deutlich geringer ist, der geht ja nicht mehr bis ins Dorfzentrum, ob das dann trotzdem noch reicht oder ob wir noch eine zweite Jagdhütte bauen müssen. Oder aber... Nee, wir brechen den Bau hier nochmal ab. Und werden dann die Jagdhütte nur ganz kurz abreißen, dann schnell das Gelände hier planieren und dann die Jagdhütte direkt hier wieder draufsetzen, damit auch wirklich der Radius noch bis in die Gebäude reingeht. Aber bis wir da angekommen sind, brauchen wir ja erstmal noch ein bisschen Zeit, denn die Dorfbewohner müssen ja jetzt erstmal die ganzen Ressourcen hier hinbringen und auch die Schule muss erst noch gebaut werden. Wir haben sowieso erst nur einen Arbeiter, also warte ich jetzt mal, bis die Ressourcen für die Gebäude angekommen sind an Ort und Stelle. Dann muss ja auch noch Holz gehackt werden. Und ich setze dann vielleicht einfach noch einen zweiten Bauarbeiter mit ein, dass die Gebäude einfach ein bisschen schneller gebaut sind. Boah, guck doch mal.
mal, was die Schmiede hier an Ressourcen braucht, ist ja ein Wahnsinn. Endlich. Gott sei Dank sind die Brennöfen nicht ganz so teuer. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch beobachten, wie lange das dann dauert. Das kann nämlich durchaus sein, dass ich mich mit meiner Planung bereits jetzt schon in der Bilanz zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Mit diesen Arbeitsschritten, die jetzt noch offen sind, das sind 1, 2, 3 und Schulgebäude Nummer 4, 4 Gebäude, inklusive eines Waldgebietes, was hier wahnsinnig großflächig ist, um die ganze Siedlung ringsrum. Das sind ja alles Wege, die sie laufen müssen. Das heißt, wenn ich Glück habe, dann sind die schnell genug, um überhaupt erstmal wieder im Frühjahr auf die Felder zu kommen. Müssen wir mal gucken. Na gut, also das ist schon mal dufte, dass sie jetzt die Schule erstmal noch ignorieren und sich erstmal um die Holzbestände kümmern. Denn das Holz sinkt natürlich rapide auch, weil wir ja einen Holzhacker dabei haben und das wird auch noch in Zukunft etwas schneller verbraucht werden, weil die Brennöfen natürlich auch mit Holz befeuert werden. Aber hier kommt zumindest einiges an Holz jetzt mit dazu. Bin direkt beruhigt, dass hier noch so viele Ressourcen lagern. Das heißt, wir können uns noch den Steinbruch und die Mine sparen, die Erzmine. Lange geht das zwar nicht mehr gut, aber immerhin einen Moment reicht das noch. Lass nochmal gucken, ja, wir haben auch nicht mal genug Steine. Also wir müssen auf jeden Fall hier auch noch von den Gebieten was planieren, damit wir, oder was heißt planieren? Ich könnte sie ja auch so losschicken zum Ressourcensammeln, wisst ihr ja. Aber durch das Planieren habe ich halt einen Arbeitsschritt gleich mitgetan. Ja, es klemmt ganz oft an allen Ecken und Enden. Die Schmiede hier hat natürlich wahnsinnig viel an Holz verbraucht. Die ist jetzt aber fertig, wunderbar. So, und jetzt müssen die natürlich schon eine ganze Ecke laufen, um die Gebäude, die Holzreserven hier abzugrasen. Wir haben natürlich auch in unmittelbarer Nähe nichts. Den hier vorne könnte man natürlich noch nehmen. Die Bäume wachsen ja auch immer noch ein bisschen mit, Gott sei Dank. Ja, und da naht auch schon das Winterende. Ja, und was haben wir in der kalten Jahreszeit jetzt geschafft? Wir haben das Planieren dieses Geländes geschafft und wir haben aktuell 3 Gebäude dazu gebaut. Ich musste auch gar keinen extra Arbeiter noch mit dazu nehmen, wäre auch Quatsch gewesen. Das ist erstmal wichtig, dass die Arbeitsaufträge Stück für Stück abgegangen werden oder abgearbeitet werden, besser gesagt. Und hier ist immer noch genug zu tun, was das Holz angeht. Minus 2 Grad nur noch. Das heißt, ich muss auch hier schon wieder Stück für Stück auf meine Jungs verzichten. Die müssen jetzt wieder zurück auf die Felder. Sonst ist die nächste Ernte in Gefahr. Gut, Holz haben wir jetzt auch genug, das ist in Ordnung. Wir setzen jetzt wieder den nächsten hier aufs Feld und wir müssen hier nicht Gras anbauen. Wir können. Wisst ihr was? Wir bauen hier mal Kartoffeln an für dieses Feld. Setzen 2 Arbeitskräfte ein, 2 Bauern. Denn ich möchte auf jeden Fall fürs nächste Jahr mehr Ressource und Reserven an Gemüse haben. Hier setzen wir auch 2 wieder rein. So, jetzt haben wir noch 3 übrig. Einer kümmert sich um Hafer. Und dann brauchen wir hier oben wieder 3 drin. Jetzt habe ich aber keine Arbeitskräfte mehr. Das ist natürlich blöd. Wir könnten jetzt einen Arbeiter abziehen, der dann die Schule allerdings nicht fertig baut. Im Moment ist aber auch nicht genug Stein da, um die Schule überhaupt zu errichten.
Wen könnten wir denn noch abziehen? Wir könnten einen vom Fisch abziehen. Oder, nö, wisst ihr was? Wir haben ja genug Feuerholz. Wir ziehen den Holzhacker wieder ab und setzen den hier oben rein. Und dann sollte das auch wieder relativ locker, flockig, zügig von der Hand gehen. Dann hätten wir nämlich immer noch den einen Arbeiter übrig, der jetzt die Ressourcen, die noch übrig sind, direkt erstmal zum Schulgebäude bringt und sich dann weiter um die Bäume kümmert, um die Gebiete, die ich jetzt noch zum Abholzen ausgeschrieben habe. Und dann sollte das eigentlich langsam, aber sicher vorwärts gehen. Die Gebäude hier unten sind natürlich jetzt unbesetzt, das ist ja klar. Wir bauen natürlich in weiser Voraussicht, auch wenn wir das immer noch nicht bedienen können sofort. Deswegen muss unbedingt das nächste Gebäude folgen, nämlich neben das Schulgebäude ein weiteres Wohnhaus. Und dann könnte man sich sogar Gedanken machen, ob man auch kleine Häuser nimmt oder ob man an der Stelle nicht sogar mal ein großes nimmt. Da passen dann ganze 10 Dorfbewohner rein. Das wäre mir eigentlich auch ganz recht, denn wir brauchen dann dringend den Nachwuchs, um diese Gebäude überhaupt hier zu bewirtschaften. Auch Kleidungsstücke sind schon wieder knapp geworden. Auch da müsste wieder jemand tätig werden. Das heißt, wir lassen die jetzt die Aussaat machen und dann die Ernteerträge wieder einbringen und werden dann die Bauern mal so ein bisschen dezent verteilen. Das heißt, einer geht wieder in die Schneiderei. Und einer kann sich dann erstmal um die Holzkohleherstellung kümmern. Und dann kann Stück für Stück, wenn dann genug Holzkohle da ist, können wir da einen reinsetzen und dann in die Schmiede. Und der Rest der Arbeiter, die noch übrig sind, die planieren dann wieder und sammeln Ressourcen wie Stein und Erz. Das, denke ich, ist gar nicht so verkehrt. Ja, gut, wir sind im Jahr 4 angekommen. Im Frühling, wir bewirtschaften wieder neu, wir haben neu geplant, neue Gedanken gemacht, wir haben den Plan der Schule hier auf dieser Seite verworfen, haben sie drüben auf der anderen Seite in Auftrag gegeben und auch wenn wir wenig Arbeitskräfte haben, einer kommt gleich noch dazu, ein Jugendlicher, sieht es eigentlich soweit gut aus, alles intakt, alles tutti frutti und ich danke euch an der Stelle erstmal fürs Zusehen, sage Tschüss und Ade, bis bald. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Gameplay-Folge wieder. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, sagt der Lama.